Willkommen zu einer neuen Runde 60 Parsecs. Wir sind auf dem blauen Planeten stehen geblieben. Das letzte Mal, Tag weiß ich nicht mehr genau. Wir sind schon ein bisschen vorangekommen, von dem wir gesehen, mal schauen. Sollte nicht mehr so lang dauern, glaube ich. Aber schauen wir mal. Tag 52. Gut. Ein paar Stunden lang hilfst du Baby beim Lesen lernen. Es hat ein wenig gedauert, aber nach einer Weile siehst du, wie ihm ein Licht aufgeht. Im übertragenen Sinne. Stellt sich. Oh, bricht es aus ihm heraus. Sonst habe ich meine Muckis nur benutzt, um anderen weh zu tun. Ich kann sie vielleicht für das Gute einsetzen. Baby hat einen provisorischen Fitnessraum für dich aufgebaut mit Ausrüstung aus dem Shuttle. Er hat dein Trainingsprogramm zusammengewürfelt und dich durch ein heftiges Training gescheucht. Als du hinterher nach Luft japsend am Boden lagst, nahm er dich in seine gewaltigen Arme und sagte, dass er dich liebt. Du hast seine Umarmung erwidert. Dieser Kerl hat den Verstand einer rostigen Schraube, dafür aber ein gewaltiges Herz. Baby ist aufgebrochen, um den Friedhof zu plündern. Gruselig. Du bist immer noch hungrig. Didi ist immer noch hellwach. Didi bleibt deine Freundin. Didi beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Na dann. Didi verhält sich in letzter Zeit etwas seltsam. Immer wenn du in ihrer Nähe bist und mit ihr sprichst, lächelt sie, ihr Herzschlag steigt und ihre Wangen röten sich. Doch sobald sie mit Baby allein ist, ist sie ganz still und wirkt ein wenig unruhig. Ich vermute, dass Besatzungsmitglied Dawkins sich dir, genauso wie du es mit Baby getan hattest, annähern möchte. Du solltest also versuchen, die Spannung auf dem Schiff zu minimieren und den Menschen wählen, den du am liebsten hast. Was ich dir raten würde. Sei objektiv. Ist Didi dein Lieblingsmensch auf diesem Shuttle? Ja. Die ist cool. Die ist cool. Kaffeetante. Ich finde Didi cool. So, mal schauen, was können wir denn herstellen? Eigentlich nur Suppe. Hey, servus, Hämatit. Aha. Okay. Ah, jetzt hat. Lacht mir gerade. Null Zuschauer, aber einer schreibt im Chat. Das ist ja mal interessant. Na, alles klar bei dir. Verbessern, was könnten wir denn verbessern? Maske vielleicht mal. Oh. Haben wir eigentlich alles nicht. Das ist ja Blödsinn. Hey, Moment, wie hungrig sind sie denn? Hungrig. Ah, gratuliere. Klappt ohne zu backen, ja. Intergalaktische Trennung, aha. Du hast Besatzungsmitglied Dawkins deine Gefühle gestanden. Es bestand absolut keine Notwendigkeit, das mit so großen Gesten zu untermalen, wie zum Beispiel es in die Weiten des Kosmos zu rufen. Dem Kosmos ist es egal, Captain. Ihn juckt es nicht, ihn juckt gar nichts. Von Besatzungsmitglied Dawkins kann man das nicht behaupten. Ihr scheint das wirklich wichtig zu sein. Versuche das nicht zu versauen, Captain. Didi schenkt ihr Vertrauen nicht einfach irgendwem. Du bist weiterhin hellwach. Didi bleibt deine Freundin. Du bist am Verhungern, Captain. Ist besser einhappen. Didi ist in dich verliebt. Didi ist am Verhungern. Kannst du ihr nicht eine Portion Suppe verschaffen? Ja, dann kriegt die mal ein Süppchen. Dann schauen wir doch mal hier. Captain, meine Sensoren registrieren einen plötzlichen Stimmungseinbruch. Da deine Produktivität darunter leiden könnte, fühle ich mich verpflichtet, etwas dagegen zu unternehmen, doch meine emotionalen Kapazitäten sind sehr begrenzt. Du könntest Dawkins um Hilfe bitten, aber ich kann nicht garantieren, dass das Zeigen von Schwäche nicht deine Autorität als Captain untergraben wird. Möchtest du allein sein? Will ich allein sein?
Nö, ich will nicht allein sein. Warum sollte ich allein sein wollen? Sieht ein bisschen psychotisch aus, das muss ich ihm lassen. Oder ist er verknallt? Ich kann mal schnell rausschauen. Und verhungern. Glücklich. Okay, ja, dann kriegt er auch was zu essen. Einfach ist das Problem gelöst. Nö, ich will nicht allein sein. Wir wollen nicht alleine sein. Alles in Butter, auf dem Kutter. So, Baby ist immer noch unterwegs, schauen wir mal. Na dann mal viel Erfolg. Trotz meiner Bemühungen, deine Laune mit meinem Sozialprotokoll zu heben, hast du auf eine Art, wie es keinem Captain gebührt, Besatzungsmitglied Dawkins erlaubt, deine Verletzlichkeit zu sehen. Edie klopfte dir freundlich auf die Schulter, normalerweise bleibt sie auf Abstand, deshalb war ich überrascht, das zu sehen. Ihr beide habt die ganze Zeit miteinander getuschelt, wolltet mir aber nicht sagen, warum es ging. Ging es um mich? Ich verlange Antworten, Captain. Zum Wohl dieser Mission. Hört auf zu grinsen und sagt es mir. Oh ja, da ist wer verknallt. Du hast alles getan, um das Robotertier zu reparieren, aber sowohl deine Werkzeugauswahl als auch dein technologisches Know-how waren begrenzt. Wenn du diesen traurigen Haufen Schrott der Waage an einen Hund erinnert reparieren willst, musst du einige nützliche Teile vom Planeten sammeln. Mein Rat ist, die Karte genau zu betrachten und zu überlegen, was du bereits erkundet hast. Ich bin sicher, dass Roboterteile hier leicht zu finden sind, aber einige Orte wie der Friedhof oder das Museum sind sicherlich vielversprechender als andere. Baby ist immer noch unterwegs, du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Didi beschwert sich über einen leeren Magen. Na dann? Ach nee, ist schon wieder er. Waffe haben wir keine, Schaufel haben wir noch. Muss vielleicht mit der wehren, schauen wir mal. Rüstung ist auch unterwegs. Na, Artefakt, okay. Oh nein, Captain, das sind die Weltraumpiraten. Schon wieder, das ist die Fortsetzung, auf die wir getrost hätten verzichten können. Beschützt das Schiff, beschützt die Suppe. Einer von ihnen ist an Bord gekommen, behaupte dich gegen ihn, Captain. Artefakt. So. Suppe kriegen sie beide, oder haben sie beide gehabt? Ja, hungrig, wunderbar. Produzieren, wie viel Suppe haben wir jetzt noch? 12. Da kommen wir noch ein paar Tage erstmal. Tag 55. Ziel erreicht, der Kunde geeignete Orte nach Teilen. Okay. Ja. Nur wenig erschreckt die Leute mehr als einen bekennenden Gläubigen mit einem Artefakt in seiner Hand. Den Angreifern ist das Blut in den Adern gefroren und sie haben sich schnell zurückgezogen. Tolle Neuigkeiten, Captain. Die Weltraumpiraten ziehen sich zurück. Die haben wir aber wohl nicht das letzte Mal gesehen. Bleib wachsam. Hat eigentlich jemand bemerkt, dass das alles Affen waren? Nein? Hm? Meine Sensoren müssen wohl von einer Interferenz getroffen worden sein. Baby hat die Expedition zum Friedhof überlebt. Er scheint etwas schwach ausgehungert und etwas beunruhigt. Baby schwört, dass es an dem Ort spukt oder sowas. Er wurde durch einige unheilvoll aussehende Schatten verängstigt und ist dann mehrmals über seine eigenen Füße gestolpert und auf scharfe Gegenstände gefallen. Baby hat ein paar kleine alte Geräte aufgesammelt, die noch etwas elektrisch aufgeladen waren, plus 30 Energie. Baby ist durch die endlosen Müllberge des Friedhofs gewartet, hat aber nichts gefunden, was zu einem Roboterhund gehören könnte. Er wollte gerade aufgeben, um zum Schiff zurückkehren, als ihm etwas ins Auge gefallen ist. Ein teilweise zerlegter Roboter mit unbekannten Inschriften, der gegen einen Felsen lehnte. Es ist klar, dass der Roboter seit Jahren oder vielleicht Jahrhunderten deaktiviert ist. Baby hat nicht gedacht, dass es irgendjemanden etwas ausmachen würde, wenn er ein paar Ersatzteile hier und dort entwendet. Baby hat die Teile besorgt, die du haben wolltest, aber der Weg dorthin war einfach makaber. Bitte, Astrobürger, habt ein wenig Respekt vor den Deaktivierten. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum es Tomatensuppe im ganzen Universum gibt. Wie dem auch sei, Baby hat da draußen Suppe gefunden. Plus 4 Suppe. Der Friedhof ist etwas beunruhigend. Die Roboter begraben ihre Deaktivierten Lieben nicht. Sie werfen sie einfach auf den nächstbesten Haufen. Baby behauptet, dass er inmitten der Unmengen an Schrott auch Blindgänger gesehen habe. Es scheint, als wäre die letzte militärische Auseinandersetzung hier Jahrhunderte her. Didi ist immer noch hellwach. Baby ist immer noch hellwach. Baby geht es nicht gut. Er sieht schwach aus. Sein Zustand ist kritisch, Captain. Denk darüber nach, den Erste-Hilfe-Kasten mit ihm zu teilen, bevor es zu spät ist. Okay, haben wir. Passt. Baby ist nach seiner Erkundungstour erschöpft. Er wird sich eine Weile ausruhen müssen, bevor er das Shuttle wieder verlassen kann.
Okay, also aufsässig. Achso, ja gut, der ist jetzt... Will ich zwidern, weil die beiden verknallt sind. Okay, du kriegst jetzt mal... Wird schwach. Das ist jetzt mal ein Erste-Hilfe-Kasten. Captain, ich muss schon wieder den Wehmut-Alarm schlagen. Du kannst entweder weiter in der Ecke schmollen, bis es aufhört, oder auf eine gute altmodische soziale Interaktion mit Besatzungsmitglied Dawkins setzen. Wirst du allein abwarten? Nein. Oh, das wird Baby sauber machen. Und der ist so kräftig. Sie legt alles hier. Schauen wir mal. So. Hat der jetzt eigentlich Teile mitgebracht? Angeblich ja, oder? Kann ich den dann immer noch nicht reparieren? Naja. Schauen wir mal. Recyceln. Besser. Ah. Expeditionssystem. Oder das Herstellungsmodul. Aber brauche ich das überhaupt noch? Ich habe doch nahezu alles. Eigentlich schon. Warten wir mal einen Tag. Oder schicken wir die. Ne, die brauchen wir noch kurz. Wie schaut's da? Uff, die sind alle nicht hungrig. Oder nicht so hungrig. Tag 56. Trotz meiner Bemühungen, deine Laune mit meinem Sozialprotokoll zu heben, hast du die Witzliste ignoriert, die ich für dich ausgedruckt hatte, und dich stattdessen hilfesuchend an Didi gewandt. Didi lächelte und nahm deine Hand. Normalerweise bleibt sie auf Abstand, deshalb war ich überrascht, das zu sehen. Ihr beide habt die ganze Zeit miteinander getuschelt, wolltet mir aber nicht sagen, warum es ging. Ging es um mich? Ich verlange Antworten, Captain. Zum Wohle dieser Mission. Hört auf zu grinsen und sagt es mir. Also immer noch verknallt. Okay, du könntest ein paar Rationen vertragen. Didi ist immer noch hungrig. Baby fühlt sich schon viel besser. Er ist nicht mehr schwach. Baby hat sich ausgeruht. Baby ist am Verhungern. Verschaffe ihm besser etwas zu essen. Er hat doch... Ah, ne. Ist der Hilfekasten aber gekriegt. Etwas zu essen. Du bist glücklich. Du bist auch glücklich. Ja... Was ist denn das? Ein paar kleine Roboter haben ein Paket vor der Shuttle gelegt und sind weggerannt. Vielleicht ein Willkommensgeschenk. Sollen wir das Paket reinholen und es uns ansehen, Captain? So oder so, ich werde etwas damit anstellen. Ich verspüre so etwas wie Neugierde. Die Frage ist, aufmachen oder nicht aufmachen? Puh, aufmachen oder nicht aufmachen? Das ist hier die Frage, ja. Wenn ich nicht so scheiße neugierig wäre, gell? Ich hab das gleiche Problem wie mein System. Bin auch neugierig. Aufmachen. Ich weiß es nämlich nicht, was passiert. Hungrig, hungrig und verhungern. Der kriegt aber schon Suppe, okay. Dann haben wir dann noch 16. Oh, das reicht doch dabei. Nächsten Tag. Tag 57. Wir holten das Paket der kleinen Roboter rein und sahen hinein. Es war kein Willkommensgeschenk, sondern ein Streich. In dem Paket war ein mechanischer Bienenstock. Auwe. Bevor wir die Roboterbienen loswurden, stürzten sie sich auf unsere Ausrüstung und ein Teil davon wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Also wirklich, immer diese Robo-Kids. Du bist immer noch fit im Kopf. Didi ist immer noch hellwach, Baby wirkt immer noch hellwach, also beim nächsten Mal nicht mehr aufmachen. Du bist am Verhungern, Captain, isst besser etwas und zwar schnell. Didi ist am Verhungern, sorgt dafür, dass sie gut isst. Baby fragt noch mehr Rationen. Also, du... Essen... Du... Auch essen... Okay, das heißt, hier können wir aber reparieren, oder? Ja. Wir reparieren erst.
Erst die Rüstung. Ein reisender Roboterhändler kam an unserem Shuttle vorbei. Er bot dir an, in den Vorzug eines sogenannten Rekonfigurators zu kommen, einem esoterisch-energetischen Empfindungsverstärker. Klingt zumindest interessant. Der Roboter erklärt dir, während er seinen feingestutzten Schnurrbart knetet, dass die Maschine in der Lage ist, entweder deine Muskelkraft oder deine Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Wähle mit Bedacht. Jacke haben wir ja eigentlich bei Inga. Die Reaktionsgeschwindigkeit. Jacke haben wir eigentlich bei Baby. Glaube ich. Oft das. Feststellen. Irgendwas zu essen. Der ist nur hungrig. Aufsässig. Da reparieren wir. Oh ja, die beste. Gut. Bereit. Tag 58. Ziele erneuert. Weitere Infos unter Ziele. Okay. Wir schauen mal schnell erst auf die Ziele. Lade den Roboterhund und aktiviere ihn. Okay. Du betratst den Rekonfigurator in der Hoffnung, deine Geschicklichkeit zu verbessern, und siehe da. Als du herauskamst, fühltest du dich tatsächlich leichter und schneller. Doch es gibt Nebenwirkungen. Du bist nun schneller, müde und kannst nicht mehr so viel tragen wie vorher. Du wolltest dich noch beschweren, aber der Roboter baute die Maschine mit einem Knopfdruck ab und machte sich mit den Worten "Tut mir leid, keine Geld-Zurück-Garantie" aus dem Staub. Es gelang dir, ihn einzuholen, aber du warst zu schwach, um sein Fahrzeug mit Gewalt aufzuhalten. Didi glaubt weiterhin, deine Seelenverwandte zu sein. Baby verhält sich weiterhin nicht loyal. Baby fragt weiterhin nach Suppe. Okay, weil Baby ist immer noch angepisst. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Rüstung. Solltest du dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain? Didi fragt nach mehr Suppe. Alles klar, Captain. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich darauf geachtet habe, die Teile, die du für unseren Roboterhund gesammelt hast, an den richtigen Stellen anzubringen, während du geschlafen hast. Wir müssen dich persönlich, ich habe in den letzten Nächten deine Anstrengungen mit dieser Maschinerie beobachtet. Diese Art von delikater Angelegenheit erfordert jedoch ein roboterhaftes Feingefühl. Menschen können so tollpatschig sein. Wenn du diesen Roboter eines Tages auf den Beinen und in Bewegung sehen willst, wäre der nächste sinnvolle Schritt, die Batterie zu laden. Es sei denn, du willst das Projekt aufgeben. Mein Angebot, den Roboterhund als Türstopper zu installieren, steht noch. Deine Entscheidung. Nehmen wir mal die Batterie. Ui, jetzt sieht er auch wirklich langsam fit aus, ja. Guter Scheiß. Mal schauen, vielleicht ist das die Lösung, um hier wegzukommen dann. So, das Handbuch reparieren. Und danach ein Medikit machen. Vielleicht mal wen auf Expedition schicken. War noch offen, was gab's hier? Chemikalien. Maske funktioniert, die Rüstung ist auch wieder fit. Bombenkrater. Kirmas. Achso, ist der schon wieder fit überhaupt? Und, nicht available, Grund ungehorsam. Okay. Dann warten wir erstmal. Hey, immer, jetzt ist der angefressen. Witzig. Wie lass die verhungern, wenn es nicht arbeitet, gell? Wie sagst du? Moment mal, wie schaut's denn überhaupt aus? Riech. Ich muss da wirklich einer verhungern. Tag 59. Batterie wohl kaputt. Okay. Du hast die Batterie an den Mecha-Hund angeschlossen. Irgendeine Art Licht hat angefangen zu blinken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Du solltest aufhören, ihn so intensiv anzustarren, Captain. Dies wird nicht über Nacht geschehen. Der Roboter wird wahrscheinlich ein paar Tage brauchen, um sich vollständig aufzuladen. Gib ihm etwas Zeit. Aber Batterie ist doch hier kaputt.
Okay. Baby fragt weiterhin nach Suppe. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Handbuch. Und Weltraumpirat ist wieder da, hurra. Reparieren? Ne, kann ich nicht. Okay. Und erstellen kann. Ah, ich habe keine Chemikalien mehr. Hi, servus, danke fürs Neischauen. Ich habe keine Chemikalien mehr, aber die können wir uns produzieren. Aber das Artefakt brauchen wir? Okay, müssen wir nochmal schauen, was wir zerlegen können. Tagesende, Status nicht bereit. Achso, ja klar, wir müssen erstmal hier. Oh nein, Captain, es sind die Weltraumpiraten, schon wieder. Das ist die Fortsetzung, auf die wir getrost hätten verzichten können. Beschützt die Mannschaft, beschützt die Suppe. Einer von ihnen ist an Bord gekommen, behaupte dich gegen ihn, Captain. Okay, wir haben bei allen drei... Oh. Habe ich da eine Chance mit Stärke? Riskieren wir's. Schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert. Reicht. Also jetzt, der hat eine Waffe eigentlich. Das ist halt der Blödsinn, aber gut. Mal habe ich irgendwie nicht auswählen können. Komisch. So. Recyceln. Was können wir denn recyceln? Was können wir denn? Kriegen wir das raus? Da das. Hier kriegen wir überall das gleiche raus. Das Feuerzeug war ein normales, gell? Das ist ein Feuerzeug. Überlegen wir doch das mal und machen uns ein neues. Ja. Kostet hoffentlich. Ich weiß nicht, was. Ich hoffe, das kostet Mineralien in der Produktion und nicht Chemikalien, aber das werden wir feststellen. Artefakt ist dies, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht in der nächsten oder übernächsten Runde dann wieder für so einen blöden Weltraumpiraten brauche. Hungrig? Hungrig, okay. Schauen wir mal. Reicht Stärke? Tag 60? Ja, geschafft. Du und deine Mannschaft seid mit einem zornigen Kriegsschrei auf die Angreiferin zugestürmt und hast sie ohne Rücksicht auf das Eigentum der Astrobürger niedergerungen. Ich kann letzteres nicht gutheißen, aber ich weiß zu schätzen, dass sie vertrieben wurde. Gute Arbeit. Tolle Neuigkeiten, Captain. Die Weltraumpiraten ziehen sich zurück. Die haben wir wohl aber wohl nicht das letzte Mal gesehen. Bleib wachsam. Hat eigentlich jemand bemerkt, dass das alles Affen waren? Nein? Meine Sensoren müssen wohl von einer Interferenz getroffen worden sein. Du könntest ein paar Rationen vertragen, Captain. Lili beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Baby verhält sich weiterhin nicht loyal. Recycling abgeschlossen. Minus ein Feuerzeug, 10 Chemikalien, 5 Energie. Baby ist am Verhungern. Schau mal, ob du nicht etwas zu essen für ihn findest. Also, du willst eine Suppe. Nur noch 12. Mal schauen. Jetzt kann ich. Ja, Mineralien, sehr gut. Hier auf jeden Fall mal das Medikit wieder herstellen, dass wir da wieder eins auf Reserve haben. Das wäre schon wichtig. Du kriegst was zu essen, du bist nur hungrig, du bist auch nur hungrig. Du bekommst keine Luft mehr und wirst paranoid. Du hast das dringende Bedürfnis, nach draußen zu gehen, obwohl du wahrscheinlich sterben würdest. Jemand muss es dir sagen, Captain, du leidest an Lagerkoller. Die guten Nachricht ist, das ist normal. Klaustrophobie ist in dieser Situation unvermeidlich. Schlechte Nachricht, sich selbst zu beschäftigen, ist das einzige Heilmittel. Was möchtest du tun? Wir spielen mit unserer Suppengruppe. Ich glaube, dabei geht's ja drauf, oder? Na egal. Bauen wir uns halt dann. Ich hoffe, da brauche ich keine. Ich weiß es nicht. Mal feststellen. Achso, naja, der ist immer noch aufsässig, der wird immer noch nicht auf Explosion gehen. Hat er eigentlich. Der beruhigt sich auch mal wieder. Tag 61.
Du hast die Socke zur Behandlung deines Lagerkollers benutzt. Die Ergebnisse waren erstaunlich, nicht nur wegen ihrer Wackelaugen, die immer zum Totlachen sind, auch wegen der lustigen Stimmen, die du ihr gegeben hast. Aber sobald du die Socke über deine Hand gestülpt hast, waren deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie eine Socke. Deine Abenteuer mit der Socke erstreckten sich quer durch das Shuttle. Jede Bodenplatte hast du nach geheimen Schatzkarten durchsucht und Drachen aus allen dunklen Ecken vertrieben. Du hast nichts Neues oder Nützliches gefunden, aber die Erfahrung war trotzdem magisch. Baby ist weiterhin hellwach. Du bist am Verhungern, Captain, du findest besser etwas zu essen. Didi ist am Verhungern, ohne Suppe wird sie nicht überleben. Baby ist hungrig. Also. Suppe. Suppe. Immer noch argwöhnisch, ja. Werde ich demnächst einmal wieder Suppe produzieren müssen. Da ist eh noch ein Medikit unterwegs. Ich muss mal schnell einen Schluck trinken. Ich krieg jetzt zwei davon. Captain, ich habe eine humanoide Gestalt entdeckt, die sich nähert. Es ist ein Roboter, der blind auf uns zutrudelt. Er ist direkt bis vor der Shuttle gelaufen und schlägt jetzt gegen die Außenwand. Dem Armen scheinen ein paar Schaltkreise wackelig zu sein. Sollen wir ihn seinem dumpen Schicksal überlassen oder die Kommunikation aufnehmen? Na, probieren musst du mal mit Kommunikation. Er kriegt was zu essen, sie kriegt was zu essen, oder? Ja. Dann. Tag. 62. Ja. Der demente Roboter hört nicht auf, mit dem Kopf gegen die Außenwand zu hämmern, also hast du dich entschlossen, ihn über den Kommunikator davon zu überzeugen, es zu lassen. Irgendetwas von dem Funksignal musste das funktionsschwache Robotergehirn erreicht haben. Der Besucher blickte vergnügt rein und latschte dann kopfschüttelnd davon. Wahrscheinlich hatte er einfach nur eine schlechte Nacht. Ich denke, dass ich für alle spreche, wenn ich sage, dass ich deinen Beitrag in Form der Socke von einem rechten Fuß als essentiell für unser Überleben herausstellen wird, Captain. Okay. Hier haben wir eine Socke. Auch cool. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber auch cool. Didi ist immer noch hellwach. Baby ist weiterhin hellwach. Baby ist immer noch hungrig. Du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Didi beschwert sich über einen leeren Magen. Baby ist nicht länger aufsässig. Yay! Also ich kann Baby wieder losschicken. Trifft sich gut. Moment, jetzt schauen wir erstmal. Gute Neuigkeiten, Captain. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, sollte sich der Robohund sehr bald selbst aktivieren. Aber keine Aufregung, denn heute wird es noch nicht passieren. Der Ladeprozess sollte in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Wenn du einen letzten Schliff geben möchtest, ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Der Robohund sieht wirklich ein bisschen langweilig aus, um ehrlich zu sein. Ich bin der festen Meinung, dass Roboter keinen Schnickschnack brauchen, aber vielleicht bin ich ein wenig zu rational und altmodisch. Du kannst einige Verbesserungen einführen, wenn du dich so sehr danach sehnst, aber bitte füge keinen Glitter hinzu. Nur bösartige Robotereinheiten benutzen ihn. Ich mag keinen Glitter. Es ist grob, rau und irritierend und später ist das Zeug einfach überall. Da hat er recht. Ich erinnere mich da noch an Fasching früher. Wenn sie dann immer diesen Glitter drauf hatten. Dann hast du mal gedrückt und hier meinen Arm genommen und da meinen Arm genommen und hier Bussi und da Bussi, ja, ja, genau. Und danach hast du diesen Scheißglitter wirklich überall gehabt. Okay, ich würde sagen, nehmen wir Intelligenz. Hi, servus, danke fürs Neischauen. Gut, Hammer ist. Das Animo. Achso, Expedition. Genau. Den. Baby. Und zwar mit Maske. Maske. Und Rüstung. Wieder repariert, oder? Ja, ich glaube, die habe ich schon wieder repariert.
Sonst können die sie ja wahrscheinlich nie auswählen. Schauen wir mal. Gut. Enter die Song. Können wir da. Ah, na, da brauchen wir noch einen Dock. Okay, okay. Dann geht eh nichts mehr. Oder? Hungrig? Kann man sicherheitshalber schauen. Nicht, dass wir da Plätze machen und nur einer abnippelt jetzt da. Wenn wir jetzt den Oberhund schon fast fertig haben. Tag 63. Ach, jetzt wieder so ein blöder Weltraumpirat, ey. Gut, dass ich das Artefakt noch hab. Du hast entschieden, dass dein kleines Haustier fast perfekt ist, so wie es ist. Du hast es mit einem halbsauberen Taschentuch ein wenig poliert, die Drähte dorthin gelegt, wo sie hingehören und den Sand von allen Spalten abgestaubt. Glänzende Perfektion. Gut gemacht, Captain. Hör auf, ihn so intensiv anzuschauen. Ich habe dir gesagt, der Roboterhund braucht etwas mehr Zeit zum Aufladen. Baby ist losgezogen, um ein paar Löcher im Boden zu untersuchen. Wie unfassbar spannend. Du könntest ein paar Rationen vertragen. Didi beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Erste-Hilfe-Kasten. Yay. Das heißt, wir können irgendwas reparieren. Ah ja. Dann reparieren wir doch gleich mal die Batterie. Ah nee, das braucht Chemikalien. Stopp. Bauen wir uns erst ein Feuerzeug. Was brauchen wir denn hier? Ah, da können wir uns mit allem Möglichen wehren. Oh, sogar mit der Batterie könnten wir uns wehren, okay. Oh nein, Captain, das sind die Weltraumpiraten schon wieder. Das ist die Fortsetzung, auf die wir getrost hätten verzichten können. Beschützt das Schiff, beschützt die Suppe. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Dann nehmen wir wieder das Artefakt. Laufen sie eh wieder in hohen Bögen. Religiös sind sie nicht anscheinend. Fahrzeug. Jo. Moment. Hungern ist da noch keiner? Ne, passt. Wie viel Suppe habe ich jetzt noch? 10. Na gut, aber Baby ist eh schon wieder auf Expedition. Mit Glück bringt er von da wieder was mit. Gehen wir schon wieder nur ein bisschen. Tag 64. Nur wenig erschreckt die Leute mehr als einen bekennenden Gläubigen mit einem Artefakt in seiner Hand. Den Angreifern ist das Blut in den Adern gefroren und sie haben sich schnell zurückgezogen. Hey, servus, danke fürs Neischauen. Tolle Neuigkeiten, Captain. Die Weltraumpiraten ziehen sich zurück. Die haben wir aber wohl nicht das letzte Mal gesehen. Bleib wachsam. Hat eigentlich jemand bemerkt, dass das alles Affen waren? Nein? Hm. Meine Sensoren müssen wohl von einer Interferenz getroffen worden sein. Du hast immer noch Hunger, Captain. Didi glaubt immer noch, seine Seelenverwandte zu sein. Didi ist immer noch hungrig. Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Feuerzeug. PKJ. So. Ich hoffe, Baby bringt was mit, aber ich muss die Batterie fast reparieren. Nicht, dass ich die irgendwo wieder brauche und dann geht's ja nicht. Ja, sicher ist sicher. Machen wir das mal so. Sonst können wir ja wieder das Feuerzeug zerlegen und wieder ein neues bauen. Ich weiß, du und Didi wolltet eigentlich, dass ich etwas Musik spiele, aber die einzige Frequenz, die ich reinbekomme, ist eine Art Talkshow. Zwei benachbarte Roboter streiten sich im Radio. Die Mecha-Kuh des einen ist durch einen kaputten Zaun gerannt und hat die Mecha-Blumen des anderen platt getrampelt. Jetzt können sie sich nicht einigen, wer für das Loch im Zaun verantwortlich war. Ich glaube nicht, dass du hier unbedingt eingreifen musst, Captain, aber tu, was du für richtig hältst. Muss ja eins wählen. Ja, dann nehmen wir einfach mal Intelligenz. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich hoffe, das funktioniert so. Sind beide nur auf 2? Wieso sind die eigentlich beide auf 2? Ich hatte doch vorher gerade Intelligenz ein Sternchen. Warum hast du nur noch? Weiß ich nicht, egal. Die sind Arbeit. Ja. Wann? Moment. Hungern tut da noch keiner, oder? Nee, hungrig. Tag 65. Du nahmst an der Radiodiskussion teil und gabst den Streit hin, den Rat sich zu vertragen und den Schaden gemeinsam zu reparieren. Das Leben ist kurz, vergeudet es nicht mit Streitereien, Freunde. Hat Didi noch hinzugefügt.
Übertragung brach dann ab. Heute Morgen lag eine Art Geschenkkorb vor dem Shuttle. Auf einem Zettel stand, dass dank eurer Weisheit ein jahrhundertewährender Streit endlich beigelegt sei. Die Roboter schickten euch eine alte, rostige Spritze mit einer organischen Medizin. Es blieb unklar, woher sie haben, aber sie scheint für Menschen geeignet. Idi glaubt weiterhin, deine Seelenverwandte zu sein. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Atombatterie. Du bist am Verhungern, Captain. Isst besser etwas, und zwar schnell. Didi ist am Verhungern, sie sollte auf jeden Fall etwas essen. Suppe. Suppe. Jetzt wird's eng. Es nähert sich ein Alienschiff. Das Schiff spielt eine zu ihrer Musik passende Lichtshow ab, mit der sie uns beschallen Zeit für die Verbindung zu ihnen hergestellt haben. Captain, sie spielen Rockabilly. Didi groovt bereits im Takt. Die Aliens behaupten, zum Stamm der Tanzlords zu gehören, und sie suchen nach den besten Tänzern der Galaxie. Sie haben unseren Stamm zu einem Wetttanzen herausgefordert, genauer gesagt zum Sockhop. Wenn du nicht mitmachst, werden sie uns mit ihren Ultra-Hochfrequenz-Lautsprechern zum Vergnügen bringen. Wie wirst du die Tanzlords schlagen? Beides nicht geschickt, aber ja, probieren wir es mit Geschick. Glaube ich besser als... Gibt da jetzt schon was zu essen? Ja, tut da gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Tag 66. Du und Didi habt die Herausforderung der Tanzlords angenommen, habt jedoch verloren. Die Aliens haben euch hochgebeamt und ihr beide seid auf die Tanzfläche gestolpert. Von da an ging es nur noch bergab. Kaum Rhythmusgefühl, miese Fußarbeit, nicht einmal ein paar Paletten besetzter Jacken hätten euch retten können. Die Tanzlords achten jeden, der mutig genug ist, auf die heilige Tanzfläche zu treten. Der Anführer Warlord Rampensau verschont euch. Meinte jedoch warnend, dass ihr beim nächsten Mal lieber lässigere Tanzschritte drauf haben solltet. Didi ist immer noch hellwach, du solltest dich vielleicht um eine Ration kümmern, Captain. Die fragt noch mehr Rationen. Gut, so geht das also aus, wenn man verkackt. Oder wenn man es nicht schafft. Auch nicht schlimm. Captain, hör mal, meine Sensoren sammeln unbekannte Aktivitäten in unserem kleinen Shuttle. Ich habe alles sorgfältig gescannt und denke, es ist ein Roboterhund. Er hat sich endlich aktiviert. Die Energieanzeige ist voll, aber seine Augen leuchten ein wenig schwach. Die Ladung unserer Batterie war eindeutig nicht ausreichend. Du könntest versuchen, ihm aus unserer eigenen Reserve etwas mehr Kraft zu geben. Ein kleiner Schub sollte genügen, um ihn für immer aufzuwecken. Willst du ihm etwas mehr Energie geben? Mehr Power. Immer dabei. Er ist immer noch unterwegs. Eigentlich ganz schön lang unterwegs, gell? Wollte jetzt dann irgendwann mal wieder zurückkommen. Cycling ist auf. Zerlegen wir wieder das Feuerzeug. Bauen wir später wieder eins. Aber wir brauchen Chemikalien. Ich hab mich. Wir haben jetzt gegessen, gell? Aber was. Tag 67. Ziel erreicht. Lade den Roboterhund und aktiviere ihn. Wir haben den Roboterhund alles gegeben, was wir hatten. Sobald wir den kleinen Schlingel an unsere Hauptenergiereserve angeschlossen hatten, haben seine Augen aufgeleuchtet und dich und dein Besatzungsmitglied mit zwei intensiven Lichtstrahlen geblendet. Kurz darauf hat die Strahlung nachgelassen, sodass du dir deinen neuen Roboter genau ansehen konntest. Und du hast ihn augenblicklich lieb gewonnen. Du hast versucht, ihn auf deinem Schoß zu nehmen, aber all dieses Metall bringt ein ziemlich bedeutendes Gewicht mit sich. Dieser Hund ist zwar nicht gerade weich und flauschig, Captain, aber ich schätze, er wird euch Gesellschaft leisten. Du musst zugeben, er scheint dich bereits zu mögen. Ich frage mich, warum. Ich habe dich seit so langer Zeit nicht mehr so aufgeregt gesehen, zumindest seit deiner letzten Mahlzeit. Ich freue mich natürlich für dich. Aber hast du schon an einen Namen gedacht? Wie wär's mit Bello? Gute Neuigkeiten, Leute. Baby hat seinen Weg vom tückischen Feld mit Bombenkratern zurückgefunden. Er ist völlig erschöpft, mit leerem Magen und etwas verunsicher zurückgekehrt. Bereit, seinen Bericht zu hören. Es gibt einen Grund dafür, dass sich hier nicht einmal die Roboter niederlassen wollen. Es liegt nicht nur an den negativen Erinnerungen. In der Luft liegen noch einige giftige Gase und der Boden ist verunreinigt. Die Maske hat ihren Zweck erfüllt, doch die Filter sehen mittlerweile ziemlich abgenutzt aus.
Baby hat es geschafft, etwas vom fiesen Rauch aus dem verunreinigten Boden mitzubringen. Wer hat diese Suppe aus unserem Sonnensystem hierher gebracht? Wie seltsam, wie dem auch sei, Baby hat auf dem Weg ihre Suppe aufgesammelt. Ich frage mich, was für eine Bombe so große Krater hinterlässt. Könnte Atomkraft dahinter stecken? Es war zwar nicht das aufregendste Erlebnis, aber es bot einen seltenen Einblick darin, wie die Erde jetzt gerade aussehen könnte, sagt Baby. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an. Didi fragt weiterhin nach Suppe. Recycling abgeschlossen. Baby ist am Verhungern. Er sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Baby ist wirklich müde. Gut. Oh Mann, jetzt schon wieder Alien. Baby, Suppe. Haben wir ja wieder ein bisschen. Dann herstellen Feuerzeug. Und ja, Alien wieder rausjagen. Oh nein, Captain, das sind die Weltraumpiraten. Schon wieder, das ist die Fortsetzung, auf die wir getrost hätten verzichten können. Beschützt die Mannschaft, beschützt die Suppe. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Die Atombatterie. Keine Ahnung. Ich hoffe, das funktioniert. Am Verhungern? Der kriegt schon Suppe, okay. Den anderen beiden passt es. Ein Roboter-Chihuahua? Ja, gute Frage. Ich hoffe, das funktioniert so. Können wir gleich feststellen. Tag 68. Oh, war schon wieder so spät. Hätte gedacht, wir kommen dieses Mal die Runde durch, aber wohl doch nicht. Ah, au! Naja, ein paar Minuten können wir überziehen. Füße hoch, Astrobürger. Los, Captain Grill. Was? Los, Captain Grill, diese Bastarde. Gute Arbeit. Verzeih bitte meine Ausdrucksweise, aber ein Gigawatt Energie durch den Rumpf des Shuttles zu jagen, lässt deine künstliche Intelligenz nicht mehr klar denken. Das Wichtige ist wohl, dass die Angreifer unter Strom gesetzt wurden und geflohen sind. Tolle Neuigkeiten, Captain. Die Weltraumpiraten ziehen sie zurück. Die haben wir aber wohl nicht das letzte Mal gesehen. Ja, super. Dass die alle 3 Tage wieder angeschissen kommen müssen. Bleib wachsam. Hat eigentlich jemand bemerkt, dass es alles Affen waren? Nein, meine Sensoren müssen wohl von einer Interferenz getroffen worden sein. Didi bleibt deine Freundin. Didi fragt weiter nach Suppe. Herstellung abgeschlossen. Feuerzeug. Baby hat sich ausgeruht. Baby fragt nach mehr Suppe. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut, Captain? Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du einen Ausschlag zu haben scheinst. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber wir können nicht ausschließen, dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich würde dir wärmstens empfehlen, etwas gegen den Ausschlag zu unternehmen. Ich schwöre, ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Es geht wirklich nicht darum, wie komisch du gerade aussiehst. Nehmen wir erstmal das Handbuch. Wo das Medikit weg ist. Krank. Ja, der ist krank. Geht zumindest da. Also kein Ausschlag, Mann. Zugeschwollene Augen. Alles rot. Er ist total verrotzt. Ein Ausschlag, oder? Ja, ne. Schauen wir mal ins Handbuch. Wenn es schon zur Option steht, reicht das vielleicht auch. Bist wieder da, du bist nicht mehr müde. Kann ich dich irgendwo anders noch hinschicken? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Haben wir denn jetzt da noch 11? Naja, jetzt schauen wir mal, was der Chihuahua nützliches macht, tut, kann. Wie auch immer. Hungrig ist da eh keiner? Nee. Oder am Verhungern? Nee. Schauen wir doch mal. Tag 69. Ja, hallo, Captain. Du siehst heute sehr erholt aus. Ich sehe, du hast einen Weg gefunden, mit diesem Ausschlag fertig zu werden, der dich geplagt hatte. Na, siehst du. Du konntest die Ursache zwar nicht ermitteln, aber zumindest hast du im Astrobürger-Handbuch eine Anleitung gefunden, um ihn zu behandeln. Es stand kein Name da, also gabst du ihm eine kosmische Grippe. Wie nett von dir. Didi ist weiterhin hellwach. Baby ist immer noch hungrig. Du bist am Verhungern, Captain. Du findest es besser, etwas zu essen. Didi ist am Verhungern. Schau mal, ob du nicht etwas zu essen für sie findest. Jetzt wird es dann langsam echt eng. Was ist denn hier Sache? Oh, ist auch fertig? Super. Haben wir hier? Ich erfasse hohe Werte eines unbekannten Giftstoffes in unserem Belüftungssystem. Analysen zeigen, dass er nicht allzu gefährlich ist. Jedoch weist er halluzinogene Eigenschaften auf. Halt man ihn besser lange einatmet. Nicht zu lange einatmet.
Das Luftfiltersystem wurde während des Absturzes herumgewirbelt und dabei könnte ein Riss entstanden sein. Was willst du unternehmen, um den Riss zu versiegeln? Klebeband. Eindeutig Klebeband. Bei Artefakt sollen wir die Götter anbeten, die das dann reparieren. Könnte ja auch funktionieren. Dann machen wir es lieber mit Klebeband. So. Der Suppe, ne. Du Suppe. Hm. Ich hier meine Besatzungsmitglieder verliere, vor allem wenn der Captain Black ist, dann ist vorbei. Ja, jetzt haben wir auch wieder 40 Chemikalien, dann machen wir uns jetzt hier gleich mal sicher, jetzt haben wir eine Suppe. Und immer noch 30 über. Für den Fall des Notfalls, dass wir irgendwas nochmal nachbauen müssen. Und Tag 70. 70 schon, ey, Wahnsinn. Du hast Klebeband verwendet, um den Riss zu reparieren. So ein bisschen Klebeband ist immer gut. Nur wenige Sekunden, nachdem der Riss versiegelt wurde, fühlt ihr euch bereits besser. Fühlst ihr euch? Okay. Bereits besser. Fühlt ihr euch bereits besser. Glaube ich, hört sich besser an. Baby fragt weiterhin nach Suppe. Erstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Du fühlst dich energiegeladen, Captain, du siehst gesund aus. Meine Daten besagen, dass Menschen in guter körperlicher Verfassung sehr viel besser mit Aufgaben jeglicher Art fertig werden. Du solltest dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain. Die fragt nach mehr Suppe. Meine Fresse, ist der am Grinsen. Das ist ja schon richtig Honigkuchenpferd, verliebt. Wobei, ich will nicht wissen, wie ich gucke. Ab und zu. Langzeitraumfahrten bergen viele Risiken für die körperliche Gesundheit oder wie ich geguckt habe, ab und zu. Viele Risiken für die körperliche Gesundheit. Von Muskelatrophie über Faulheit bis hin zur berüchtigten natriumreichen Ernährung. Ich bin besorgt, dass sich die körperliche Verfassung der ganzen Besatzung seit Beginn unserer kleinen Reise verschlechtert hat. Ich empfehle ein tägliches Trainingsprogramm, für das ihr lediglich euer eigenes Körpergewicht braucht. Dafür benötigt ihr keinerlei Ausrüstung, nur die Schwerkraft. Oder eher künstliche Schwerkraft. Meldet sich jemand freiwillig zum Training? Ja, ein bisschen Bäuchlein hat er schon gekriegt, gell? Das ist mal der Captain machen. Energiegeladen, das ist doch super. Also die überschüssige Energie auch gleich wieder los. Wenn dann noch irgendein Unglück passiert und er einen Herzinfarkt kriegt oder sowas. Passieren wir da jetzt eigentlich schon wieder eine Suppe? Nee. Hey, nochmal. Wer ist sicher? Und? Man tut eh keiner, oder? Nee, hungrig. Aber. So, wir können eigentlich wieder einen auf Expedition losschicken, einfach mal so. Genau, nicht viel mitbringt, aber ein bisschen was bringt er. Oh. Suppe, okay. Tadellose Haltung, Captain. Klimmzüge, Planken, Kniebeugen und Ausfallschritte in dieser Umgebung. Du hast mit den Ersatzteilen des Shuttles sogar noch mehr Gewicht hinzugefügt. Schwitzend und brüllend hast du das Training wie eine leere Suppendose zerschmettert. Du bist ein wahrlich vorbildlicher Astrobürger. Das automatisierte System berechnete zusätzliche Zuwendungen, die ein vorbildlicher Astrobürger erhält. Ein verdeckter Spender öffnete sich und spuckte zwei Suppendosen aus. Ich bedauere es zu vermelden, dass dies die einzigen zwei Dosen sind, die an Bord dieses Schiffes versteckt waren. Oder vielleicht auch nicht. Plus zwei Suppe. Didi ist immer noch deine Seelenverwandte. Didi fragt weiter nach Suppe. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Baby ist am Verhungern, er sollte auf jeden Fall etwas essen. Okay, also, du brauchst jetzt was zu essen. Dann haben wir ja wieder 13, da wären wir jetzt 12. Boah, wer hat das Licht ausgemacht? Ich bin es nicht gewesen. Ich würde den Licht einfach grundlos aufwecken, Captain. Schau, es ist der Micha-Hund. Seine Augen leuchten plötzlich mit erstaunlicher Intensität, wie zwei Projektorstrahlen. Was ist denn jetzt los? Korrektur, sie sind nicht nur vier Projektorstrahlen, es sind Projektorstrahlen. Zieh dir die Shuttlewand an, Captain. Etwas nimmt Gestalt an, klarer und klarer. Ich denke, es ist eine Karte. Versucht dein Haustier dich irgendwo hinzuführen? Er sollte den Ort untersuchen. Robotisch genial stark. Clever, stark. Akrobatisch genial. Reichen und stark. Soll der Captain selber machen. Wobei, wenn er drauf geht, ist vorbei, gell?
Gute Frage. Hübsche. Was ist das Hübsche? Sieht's aus. 13. Immer so eins her, sicherheitshalber. Immer geht noch. Also, Moment. Drei, sechs, sieben, acht, okay. Aber ich muss hier erst noch die Runde überspringen, dass ich die Expedition starten kann. Dahin. Achso, ne, da geht der Captain ja. Keine Fiktion, okay. Tag 72. Leuchtet wirklich ganz schön. So, was ist hier Sache? Ganz aufgeregt wegen dieser überraschenden Schatzsuche hast du dein Robohaustier gepackt und bist nach draußen gegangen. Ich konnte meinen auditiven Sensoren nicht glauben, als du zurückgekommen bist und etwas von einem fantastischen neuen Raumschiff gebrüllt hast. Aber du hattest recht, ich habe ein paar zusätzliche Scans durchgeführt und tatsächlich befindet sich ein fantastisches neues Raumschiff ganz in der Nähe. Woher hat der Mechahund davon gewusst? Vielleicht hat das Schiff seinem früheren Besitzer gehört. Wie auch immer, es gehört jetzt dir, Sir. Ziehen wir den besten Nutzen daraus. Oh, Captain, bevor ihr für immer verschwindet, möchte ich meine Bewerbung einreichen, die KI des neuen Schiffs zu werden. Bitte denkt darüber nach. Bis jetzt hat es doch super mit uns funktioniert, oder? Du bist immer noch hungrig, Captain. Die ist immer noch hungrig. Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Suppe. Baby ist hungrig. Okay, ich glaube, das war's. Ha, sogar noch im zeitlichen Rahmen. Ist das geil. Ich fange jetzt keine neue Runde mehr an wegen den 3 Minuten. Gleich als Vorausankündigung. Ja, wie cool ist das denn? Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Naja. Anführungszeichen. Ja, cool. Klicken wir nochmal. Und so hat der neue vierbeinige Begleiter von Captain Thompson ihn und die Besatzung auf weitere galaktische Abenteuer in ihrem neu erlangten Schiff geführt. Ist halt ein Survival-Game im Endeffekt auf eine kuriose Art und Weise. Jede Entscheidung hat seine Konsequenzen. Es gibt positive Konsequenzen und es gibt negative Konsequenzen. Es kann aber auch durchaus sein, je nachdem, wie gut du in irgendwelchen Skills bist oder die Person, die diesen Job ausführt, dass die Aktion genauso schief geht. Also man kann Sachen schaffen oder auch nicht schaffen. So ungefähr, also ist recht witzig gemacht irgendwie. Also du hast irgendwie immer 2 Wahlmöglichkeiten oder 3 Wahlmöglichkeiten. Oder eben die Möglichkeit zu passen, wenn du diese Objekte nicht hast zum Beispiel. Und je nachdem, also es gibt ja auch noch dieses 60 Seconds Reatomized, wo du im Endeffekt auf der Erde bleibst, da bist du ja im All, aber da habe ich es, glaube ich, bis jetzt ein einziges Mal geschafft durchzukommen und ansonsten habe ich immer verkackt. Seitdem schaffe ich das nicht mehr, dass ich das Spiel überlebe, oder habe ich es überhaupt schon überlebt? Ich bin mir gar nicht sicher. 60 Parsecs ist jetzt, glaube ich, schon das 3. oder 4. Mal, dass ich es durchspiele, aber beim ersten... Aber das wollten auch nicht so viele Leute anschauen irgendwie. Ich glaube, das habe ich 2-mal durch oder 2-mal gespielt oder so. Und dann, dadurch, dass ich immer nur einen Zuschauer dabei hatte, habe ich dann irgendwann aufgehört. Sag ich jetzt mal so. Jetzt Glück habe ich denn heute, dass hier 2 da sind. Ist die Nina da noch da? So. Und so hat der neue vierbeinige Begleiter von Captain Thompson, bla bla bla, ihn auf die Besatzung auf weitere galaktische Abenteuer und so weiter. Tom, ihre Besatzung und der Mechahund, der von unserem geehrten Captain liebevoll Hund genannt wurde, als ihre neue Reise begonnen hat, haben Robotofu verlassen, um anderswo nach ihrem Glück und einem neuen Schicksal zu suchen. So hat sich die alte Weisheit bewahrheitet. Ein Mechahund ist des Astrobürgers bester Freund. Damals auf der Erde war Didi der Meinung gewesen, Männer seien Zeitverschwendung. Doch hier im Weltraum hat sie unerwarteterweise ihren Seelenverwandten gefunden. Mit der Liebe von Tom schaffte Didi es schließlich, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. An Bord des Fluchtshuttles unter Befehl von Captain Tom konnte Baby endlich das Gefühl der Einsamkeit ablegen, das ihn auf der Erde geplagt hat. Schlussendlich hatte er das Gefühl, dazu zu gehören. Zumindest hat sich im Shuttle niemand über ihn lustig gemacht, jedenfalls nicht immer.
Hi, servus, danke fürs Neischauen. Nach dem Abschluss der Mission hat Captain Thompson sich selbst etwas geschworen. Vom heutigen Tage an würde er keine Lügen mehr erzählen, er würde ein besserer Mensch werden. Das Experiment lief vielversprechend, endete aber nach 2 Tagen, innerhalb derer Tom diverse Strategien ausprobiert hatte. So hatte er sich beispielsweise den Mund mit Klebeband zugeklebt und aktiv versucht, allem und jedem mit einem paar Ohren aus dem Weg zu gehen. Es scheint, als wären schon Jahrhunderte vergangen, seit 3 amateurhafte Astronauten die Umlaufbahn der Erde mit der Aussicht auf den sicheren Untergang verlassen hatten. Doch jetzt schauen die 3 mutigen Überlebenden mit neu gewonnenem Optimismus in die Zukunft. Das Ende einer jeden Geschichte führt zum Beginn einer neuen. Oder ist der Kali mal wieder da? Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Überlebt! Yay! Abenteuer beenden. Perfekt. Das im zeitlichen Rahmen. Das ist ja super. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr 2. Oder 3. Weiß nicht genau, wie viele jetzt wirklich da sind gerade. Ich wünsche euch derweil einen schönen Abend, wenn ihr Lust habt. In einer Stunde geht's nochmal weiter mit Murdered Soul Suspect. Mal schauen, wie wir uns anstellen oder wie ich mich anstelle. Wenn ich nicht weiterkomme heute, dann werde ich das, glaube ich, erstmal aus der Liste rausnehmen und derweil was anderes spielen, weil irgendwie werde ich da nicht so ganz schlau draus aus dem Spiel. Aber ja, wie gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, schaust du rein. Ansonsten noch einen schönen Abend, Thematit. Beim zweiten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wer es ist. Ich vermute mal den Ninel oder der Kali. Falls die Ninel ist, würde mich freuen, wenn du nachher auch nochmal Zeit hast und reinschaust. Und ansonsten, falls du nicht die Ninel bist, danke fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn du nachher nochmal reinschaust. Gut, ja, dann bis später. Wie gesagt, so in einer Stunde ungefähr geht's weiter. Schönen Abend dabei. Wird euch. Adios. Also.